Orgrosch Blutfaust? Bist du angemalt? Bitte was? Du bist ganz braun. Dein Gesicht, deine Hände. Für dich gilt ja wohl dasselbe in grün. Deine Lippen, sind die immer so? Golkosch, den Kerl hättet ihr sehen sollen. Komplett dunkelbraun, Haare wie ein Wildschwein und die Zähne ganz unnatürlich weiß. Ugrosch, ich hab dir doch schon mal gesagt, so reden wir nicht über People of Color. Und außerdem war das eine Frau. Nein? Wer würde denn seine Frau außerhalb der Siedlung arbeiten lassen? In einer Uniform? Wir hatten doch ausgemacht, dass du das in die Miete steckst, das Geld, was du mit dem Goldfunding verdienst. Ja, aber diese Dinge sind auch wichtig. Ein Smoothie Maker für 900 Euro. Man braucht die richtig guten Klingen, um die Knorpel zu pürieren. Das ist ein Monat Miete. Ja, ein Monat Miete hat keinen USB-Anschluss. Wofür braucht das einen USB-Anschluss? Machen wir ein Battle? Nein! Ja! Nein! Dann au! Sei kein Frosch. Nichts gegen Frösche. Denise kommt später noch vorbei. Ich spiele jetzt hier sicherlich nicht Cowboy und Indianer. Au! Amerikanische Ureinwohner. Okay, ja, 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 ja. Eine Bedingung. Das nächste Geld, was du mit dem Game verdienst, geht direkt in die Mietrückstände. Wenn ich verliere, wenn ich gewinne, kaufe ich mir davon eine Popcornmaschine mit USB-Anschluss. Aber wenn ihr meine Roboter trifft, dann gnade euch Gott. Wir bräuchten aber noch einen vierten Mann. Ich hab doch noch was vergessen. Ihr habt neue Waffen und wollt auf jemanden schießen und dann dachtet ihr euch, ich frag mal den Neger. Nein, Negerin. Boah, ey, wenn du das so sagst, klingt das richtig fies. Vielleicht wäre so ein bisschen abreagieren gar nicht so schlecht. Ich nehm die. Die gehört mir! Und die ganzen Pakete ausliefern, wie schaffst du, wie schaffen sie das dann? Ich werf Zettel ein, kein Problem. Rena und ich sind Team Weiß. Ihr seid Team... Schwarz. Ja. Jedes Team hat drei Leben. Das Team, das zum Schluss steht... Kick Popcorn! Kopftreffer zählen nicht wegen Sicherheit. Kopftreffer kann man ignorieren. Au! Kannst du ignorieren! Gebt auf und kommt mit erhobenen Händen raus! Von wegen! Auf der nächsten Kugel steht dein Name, Elfe! Ja! R-E-E-N-A. Nicht so schnell! Ich bete zu Golkosch, auf dass er mir im Gefecht die Augen eines Adlers schenke und die Nieren eines Zwerges. Okay, aber bitte nicht hier. Bei dir zu Hause kein Problem. Aber das ist hier eine deutsche Küche und kein Steinkreis in Orkhausen. Wenn ihr euch nicht anpassen könnt, dann habt ihr nichts verloren. Du bist doch aber auch nicht von hier. Nee, ich bin aus Schneverding. Wildes Heideland im Norden. Schwermütige Bewohner, primitive Bräuche, geringe Lebenserwartung. Hagrumann. Hä? Treffen sich bei euch auch die Männer Nacht für Nacht, um sich zu berauschen und archaische Lieder zu singen, während die Jünglinge, indem sie wilde Waage zureiten, zu Männern werden oder beim Versuch sterben. Na, bei uns machen die es mit getünten BMWs, aber ansonsten... Heimat.
Ich liebe den Geruch von Polyurethan am Morgen. Die kommen ja nicht rein. Fort Box wurde noch nie eingenommen. Was macht dich so sicher, dass wir gewinnen? Hey, was soll uns passieren? Ich bin Schütze? Du bist Bogenschütze? Ich wette, wir können jetzt mein Herz auf 30 Meter Entfernung treffen. Ich wünschte. Wolfram? Hey, mach dir keine Sorgen. Wir möchten schon panzergesteuerte Uran-Darts um uns hier. Und selbst wenn... Ich rette dich. Wenn man Elfen das Leben rettet, verlieben die sich manchmal unsterblich in ihren Retter. Echt? Wusste ich gar nicht. You know nothing, Wolfram Giese. Einfach nur schwarz ins Gesicht zu schießen. Wenn sie ein braunes Hemd anhat, dann schon. Und nie die Rückendeckung vergessen. Hab ich nicht vergessen. Okay, und wie soll das jetzt enden? Schlecht. Sorry, Partner. Ogrosch hat mir Popcorn versprochen. Ich kann Ungleichheit nicht ertragen. Wie, bin ich jetzt bei Wolfram oder was? Ogrosch hat mir gar nichts versprochen. Ich wollte nur mal sehen, was passiert, wenn ich das Gleichgewicht durcheinander bringe. Hoppala. Sag mal, spinnt ihr? Es geht um die Miete. Mann, ich hab voll meinen Busen getroffen. Willst du mitspielen? Nee, nur so ein Roboter. Du hast was? Wolfram, tu jetzt nichts Unüberlegtes. Wolfram Giese! Die, you motherfucker! Du kannst uns nicht beide erschießen. Du hast nur noch eine Kugel. Du auch. Schieß schon! Und wenn ich dich treffe, tu's für unser Team, Bruder. Ich kann nicht. Aber ich kann es auch nicht zulassen, dass mich eine Elfe tötet. Wieso? Wenn ein Ork von einer Elfe getötet wird, kommt er nicht in den Himmel. Respekt. Ich werde die Miete natürlich trotzdem bezahlen. Echt? Nach ein, zwei dringlichen Bestellungen. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Noch mehr Pakete hochschleppen? Komm ja nicht auf die Idee, nur einen Zettel einzuwerfen. Meinst du, ich bringe mich freiwillig, um den Genuss deine grüne Fresse noch mal zu sehen? Außerdem sind wir immer zu Hause. Wir verlassen die Wohnung nie. Nicht wahr, Wolfram? Nie. 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 Nie.